Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem Tutorial, wo ich euch jetzt zeigen werde, wie ihr die iOS 6.1.3 Firmware Tesseract jailbreaken könnt. Ich zeige euch mal hier Softwareaktualisierung. iOS 6.1.3 ist auf dem neuesten Stand. Leider ist das nur ein Tesseract Jailbreak und er funktioniert nur auf dem iPod Touch WG, iPhone 4 und iPhone 3GS. Trotzdem wollte ich mal ein Tutorial darüber machen. Ich habe hier kein Cydia drauf, auch nicht in irgendeinem Ordner hier. Jo, kein Cydia. Und jetzt zeige ich euch einfach, wie das funktioniert, wie ihr es jailbreaken könnt. Ihr müsst als allererstes, erstmal, dass ich das hier mit einer Kamera aufnehme und nicht mit einem Desktop-Aufnahmeprogramm. Das mache ich aus dem Grund, damit ihr auf meinem iPod seht, wie es dann aussieht. Und zwar, ihr braucht einmal RedSnow. Der Link zu RedSnow ist auch in der Videobeschreibung. Und ihr braucht die Firmware für euer Gerät. Der Download-Link dafür ist auch in der Videobeschreibung. Dort müsst ihr, Moment, eben scharf stellen, das untere hier nehmen. Die untere Liste, dort müsst ihr jetzt auswählen, halt euer Gerät. Ich nehme zum Beispiel den iPod Touch 4G. Und ihr müsst darauf achten, dass neben eurem Gerät da steht 6.0. Keine höhere oder niedrigere Firmware, es muss 6.0 sein, damit RedSnow denkt, er arbeitet auf der 6.0 Firmware. Und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr euren Internetbrowser schließen. Startet RedSnow als Administrator, bei Windows als Administrator, bei Mac könnt ihr es so starten. Ich zeige euch jetzt das Ganze, wie das funktioniert. Ja. So. Dann geht ihr hier auf Extras, Select IPSW und hier müsst ihr jetzt eure Firmware auswählen, die ihr heruntergeladen habt und klickt einfach auf Öffnen. Jetzt klickt ihr hier auf OK, dann klickt ihr auf Back. Nun müsst ihr euer Gerät in den DFU-Modus versetzen. Wie das geht, zeige ich euch jetzt. Ihr müsst ganz einfach, sorry, die Qualität wird jetzt schlecht sein, ich muss das hier irgendwie halten. Ihr müsst jetzt 10 Sekunden lang, also wenn das Gerät angeschaltet ist, den Home- und Power-Button drücken, also einmal diese Taste und einmal diese 10 Sekunden lang. Danach müsst ihr den Power-Button loslassen, immer den Home-Button gedrückt halten, bis Windows oder Mac halt das Gerät erkennt. Sorry, dass das jetzt so schlechte Qualität gerade ist, aber ich kann das hier schlecht halten. Ich mach das mal eben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt nur noch den Home-Button gedrückt halten. Einfach warten. So, jetzt hat hier Windows gerade den Ding gemacht. So, und jetzt müsst ihr ganz einfach hier nur auf Jailbreak klicken. Jetzt müsst ihr hier kurz warten. Patching Kernel steht dann da. Und dann geht ihr einfach auf Install. Cydia muss auf jeden Fall einen Haken drin sein. Hier den Haken raus. Wenn ihr ein iPod habt, könnt ihr auch noch die Batterieanzeige in Prozent aktivieren. Habe ich bei mir eh schon. Und dann geht ihr einfach auf Next. Und jetzt wird gejailbreakt. Jetzt müsst ihr einfach warten. Sorry, dass das so wackelt. Das ist schwer, das jetzt hier so festzuhalten. Jetzt müsst ihr einfach warten. Hier steht hier Downloading Jailbreak Data. Und RedSnow arbeitet hier. Das funktioniert wirklich auf der iOS 6.1.3. Wie gesagt, leider nur Tesseract und leider nur auf dem iPod Touch WG, iPhone 4 und iPhone 3GS. Jetzt steht hier Please Wait. Moment, ich leg das mal wieder anders hin. Nochmal scharf stellen. Sorry, dass das Video so verwackelt ist. Please Wait. Das kann einen Moment dauern. Keine Sorge, wenn das sehr lange dauert. Macht euch da bloß keine Sorgen. Das ist ganz normal. Please wait. Ja, ein bisschen warten einfach. So, der Nachteil. Sorry, dass nochmal, dass er so verwackelt ist. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Und der Nachteil ist halt nur an Tesseract, dass ihr euer Gerät mit RedSnow, mit dem PC oder halt Windows wieder booten müsst. Das heißt, wenn ihr es ausschaltet und es wieder anschaltet, dann funktioniert Cydia und eure Tweaks und der Safari-Browser nicht mehr. Das heißt, da müsst ihr immer euer Gerät wieder ausschalten und mit RedSnow booten, wie das geht, das zeige ich euch gleich auch. Und ihr braucht auch noch eine Tweak, damit der Jailbreak nach dem Neustart nicht verloren geht. Jetzt müsst ihr hier einfach noch ein bisschen abwarten, das kann einen Moment dauern. Das dauert halt immer je nach Gerät ein bisschen. Leider geht das nicht auf dem iPhone 4S oder 5 oder iPod 5G. Oh, Alter, sorry, dass das so verwackelt ist, das Video. Tut mir echt leid. Ich hoffe, ihr erkennt trotzdem was so. Jailbreaking File System, Moving Applications. Das kann jetzt eine Weile dauern. Währenddessen können wir hier schon mal
in Red Snow auf Back klicken. Oh, sorry, dass das so wackelt. So, eben scharf stellen. So, dann, und jetzt zeige ich euch, wie ihr euer Gerät dann wieder hochfahren könnt, wenn ihr es mal ausschaltet. Ihr drückt einfach auf Select IPSW, wählt nochmal die Firmware aus, klickt auf OK und dann einfach auf Just Boot. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Jetzt warten wir hier einfach mal ab. Moving Applications. Da ist er immer noch nicht fertig mit. Ich werde hier einfach mal einen kleinen Schnitt reinmachen und bis gleich. So, Installing Bindles steht jetzt hier und jetzt dauert es nicht mehr lange, jetzt müsst ihr noch ein bisschen warten kurz. Das hat jetzt mit Moving Applications sehr lange gedauert, so 2-3 Minuten müsst ihr dann schon warten. Jetzt geht euer Gerät aus und startet wieder neu. Und gleich werdet ihr allerdings noch kein Apple-Logo sehen, kein Cydia sehen. Deswegen müssen wir jetzt auch schon einmal Tezzabit booten. Und so wie ihr jetzt gleich bootet, müsst ihr auch immer booten, wenn euer Gerät ausgeht und ihr es wieder anschalten wollt und die Tweaks weiterhin benutzen wollt. Damit aber nach einem Neustart nicht die Tweaks komplett gelöscht werden, sondern nur halt unbrauchbar werden und ihr halt mit dem PC wieder booten müsst. Dafür müssen wir noch eine Tweak gleich installieren, die nennt sich Sammy Tether. Ich zeige euch gleich, wie ihr die installieren könnt. Eben mal einen Code eingeben. Oh, einen Moment. So, jetzt seht ihr hier kein Cydia. Jetzt müsst ihr euer Gerät wieder in den DFU-Mode bringen. Ihr wisst ja hoffentlich noch, wie das geht. Jetzt muss ich mal eben kurz hier wieder alles ein bisschen anders hinlegen. So. 10 Sekunden wieder drücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt nur noch den Home-Button gedrückt halten, Power-Button wieder loslassen. Und warten, bis Windows was erkennt. So, der Ding hat's gemacht. Und jetzt müsst ihr einfach, wie gesagt, Select IPSW auswählen. Das müsst ihr auch immer machen, wenn ihr euer Gerät wieder mit dem PC starten wollt. Auf OK klicken und dann auf Just Boot. Und jetzt müsst ihr einfach abwarten. Jetzt startet euer Gerät mit Cydia. Cydia wird jetzt installiert sein gleich. Einfach abwarten. So, jetzt seht ihr hier eine Ananas. Jetzt steht in Red Snow Done. Jetzt könnt ihr es ganz einfach schließen. Ich lege den iPod mal eben hier hin. Jetzt könnt ihr Red Snow schließen wieder. Wobei, ich lasse es nochmal auf, weil wir müssen das gleich nochmal machen. Ich zeige euch gleich, es gibt gleich noch Aktualisierung, wo ihr euer Gerät neu starten müsst. Und dann funktioniert der Jailbreak natürlich erstmal wieder nicht. Deswegen müssen wir gleich nochmal mit Red Snow booten. Ich lasse das Ganze hier mal auf. Alter, wackelt das. Ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm für euch, dass das so wackelt. So, die Ananas hier. Oh, Moment, ich kann das hier so schlecht halten, sorry. Jetzt müsst ihr einfach ein bisschen warten, der startet natürlich wieder. Da ist die schöne Ananas. Ich lege den mal hier hin. Dauert natürlich ein bisschen. So, Code eingeben. Muss ja nicht jeder meinen Code wissen. Okay, jetzt hängt der iPod hier noch ein bisschen. So, gestartet. Und jetzt das Wunder. Wir haben kein Cydia. Ach Leute, Moment. Jetzt müsst ihr einfach noch abwarten. Wenn ihr jetzt immer noch kein Cydia sehen solltet, wartet ab. Da hängt noch, jetzt ist Cydia installiert. Also keine Sorge, wenn ihr noch nicht gleich Cydia seht, einfach abwarten. Der muss erstmal vernünftig starten. Jetzt könnt ihr hier auf Cydia klicken. Dann geht ihr auf Benutzer. Fertig. Jetzt geht ihr auf Verwalten, Quellen. Ganz wichtig, dass ihr Sammy Tether installiert. Und dann geht ihr hier auf Bearbeiten, nicht in die Quelle, Bearbeiten, Hinzufügen. Dort gebt ihr jetzt ein HTTP und Doppelpunkt und Doppelslash steht hier schon. The Big Boss. .org, sorry, dass das jetzt schon wieder so verwackelt ist, ich kann das hier so schlecht halten. Sammy, also bis hierhin sieht das jetzt so aus, Sammy Tether. So, nochmal eben wieder scharf stellen, damit ihr es auch lesen könnt. Also http://thebigboss.org, Sammy Tether. Und dann geht ihr hier einfach
die geht ihr erstmal auf Ignorieren. Dann geht ihr hier einfach auf Quelle hinzufügen. Jetzt müsst ihr wieder ein bisschen warten. Jetzt fügt ihr die Quelle hinzu. Dauert ein bisschen. Das ist wichtig, damit nach einem Neustart eures Geräts nicht gleich der ganze Jailbreak gelöscht wird, sondern nur halt Cydia und die Tweaks unbrauchbar werden, bis zu einem Neustart mit dem PC oder Mac halt. Das ist halt der Nachteil an Tethered. Ihr könnt leider das nur auf dem iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch 4G benutzen, diesen Jailbreak, und leider benutzt Tethered. Jetzt geht ihr auf zu Cydia zurückkehren, dann geht ihr auf the big, oh, ich tippe immer auf die falsche Quelle, thebigboss.org, semi-tether, installieren. Jetzt müsst ihr wieder ein bisschen warten, bestätigen, jetzt wieder abwarten, lädt runter, jetzt installiert der Semi-Tether, da müsst ihr gleich respringen, da müsst ihr die Aktualisierung installieren, das Gerät neu starten und dann wieder mit Red Snow booten, jetzt auf Springboard neu starten, dann stellen wir gleich Semi-Tether noch ein, jetzt wieder abwarten, bis es neu gestartet ist. Also bis das Springboard neu gestartet ist, dauert auch ein bisschen. Code wieder eingeben. So, jetzt geht ihr hier auf Semi-Tether, auf das Symbol, wartet ab, bis es gestartet ist. Und dann, wenn hier steht Status OK, Reboot Protected, dann ist alles in Ordnung. Patch Safari, lasst das bloß aus. Das ist eigentlich eine Funktion, wenn er die wieder anstellt, dann patcht er Safari, dass Safari auch nach einem Neustart ohne PC weiterhin funktioniert. Allerdings erstmal funktioniert das Ganze nicht mit iOS 6.1.3 und außerdem ist der Safari-Browser dann nicht mehr vor Viren oder sonstiges geschützt. Da kann dann einfach irgendeine Malware auf euer Gerät drauf. Also lasst Patch Safari aus, Status okay, Reboot Protected, dann schließt ihr alle Apps, alle Apps schließen. Außer Cydia. Jetzt geht ihr in Cydia wieder rein und dann geht ihr gleich auf Aktualisierungen. Da machen wir noch schnell die Updates. Ja, jetzt geht ihr hier auf vollständige Aktualisierung, wenn diese Meldung kommt, oder halt unten stand auch aktualisieren. Und dann geht ihr hier auf Bestätigen. Jetzt dauert das wieder ein bisschen. Und dann müsst ihr gleich euer Gerät neu starten. Dauert ein bisschen. Lade. Jetzt müsst ihr wieder warten. Gleich steht hier Gerät neu starten. Hier Gerät neu starten, da tippt ihr jetzt einmal rauf. Jetzt startet das Gerät komplett neu. Und jetzt ist halt das Problem, wie gesagt, weil wir jetzt ohne PC neu starten, werdet ihr jetzt gleich Cydia und die Tweaks nicht benutzen können. Deswegen müssen wir gleich nochmal unser Gerät in den DFU-Mode versetzen und wieder mit Red Snow booten. Ich zeige euch gleich wieder, wie das geht. Schaltet sich noch aus. Einfach ein bisschen warten. So, während ihr jetzt hier startet, gehen wir nochmal in Red Snow und schauen uns das Ganze nochmal an. Wenn ihr euer Gerät auch natürlich, wenn der Akku mal leer ist oder so, neu startet, schaltet es nochmal aus oder geht nochmal in den DFU-Mode, dann klickt ihr wieder auf Select IPSWW, die Firmware aus wieder, und dann müsst ihr einfach wieder auf Just Boot klicken. Aber wir müssen hier noch eben hier warten, der startet noch. Jetzt zeige ich euch auch gleich, dass Cydia nicht funktioniert. Oh, sorry, dass das so unscharf ist. Tut mir echt leid. Ja, Code wieder eingeben. So, und jetzt haben wir nämlich das Problem, Cydia geht nicht, Semi-Tether geht nicht und der Safari-Browser geht nicht und halt auch alle anderen Tweaks, die ihr euch heruntergeladen habt, werden nicht funktionieren. Safari crasht dann auch. Jetzt einfach wieder alle Apps schließen, nochmal in den DFU-Mode gehen. Jetzt muss ich das hier wieder, wie habe ich das denn jetzt? Och Mensch, sorry. Jetzt muss ich das hier wieder so komisch halten. Jetzt wieder 10 Sekunden lang den Home- und Power-Button drücken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Home loslassen, Power. Power loslassen, Home weiter gedrückt halten. Das Ding hat Windows gemacht wieder. Ich zeige, also wie gesagt,
Das hier ist der Home-Button. Ach Quatsch, Mensch, sorry, das hier ist der Power-Button. Und der Home-Button ist dieser hier. Wie gesagt, beide für 10 Sekunden gedrückt halten. Nach den 10 Sekunden diesen Power-Button loslassen, nur noch den Home-Button gedrückt halten. Nochmal für weitere 15 Sekunden. Jetzt geht hier, wie gesagt, für WD5 aus, geht wieder auf Just Boot. Jetzt bootet er wieder, ganz normal. Waiting for Reboot steht da jetzt. Dauert natürlich ein bisschen. Uploading Kernel, Rebooting, done. Und jetzt könnt ihr hier wieder, jetzt könnt ihr RedSnow schließen. Klickt einfach auf Quiet. Und jetzt, ja, jetzt warten wir ab, bis das Gerät wieder gestartet ist. Und nochmal sorry für das ganze Verwackel. Jetzt natürlich wieder den Code eingeben. Und jetzt werdet ihr sehen, dass das Gerät, jetzt das Gerät wird gestartet. Und jetzt wird Cydia wieder gehen. Jetzt warten wir erstmal, bis ich WLAN habe wieder. Moment. Moment. Wieder scharf stellen. So, jetzt habe ich WLAN. Und jetzt können wir Cydia öffnen wieder. Und das Ganze funktioniert jetzt auch wieder. Und ja, jetzt ist euer Gerät halt gejailbreakt auf iOS 6.1.3. Leider Tethered, wie gesagt. So, jetzt könnt ihr hier wieder zurückgehen. Nochmal zurückgehen. Dann geht ihr hier einfach wieder auf Cydia. Und jetzt habt ihr hier Cydia und hier. Huch! Moment, sorry. Und jetzt steht hier unten auch. iPod Touch WG, iOS 6.1.3, Cydia 1.1.8. Jo, jetzt habt ihr hier Cydia auf eurem iPod Touch WG oder iPhone 4 oder iPhone 3GS. Und das ist hammergeil. Ich habe endlich wieder ein Jailbreak. Ihr könnt auch, eins zeige ich euch noch schnell, ihr könnt auch Tweaks installieren, ganz einfach. Ich installiere mal eben hier meine Lieblingstweak, Batterie Dr. Pro. Oh, die Mensch, ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm für euch, dass das Video die ganze Zeit so verwackelt ist. Das tut mir echt sowas von leid. Dr. Pro ist übrigens eine ganz geile Tweak, wird so geschrieben, suchen, er lebt noch, er sucht noch, lade, und dann ist das hier die erste. Wie gesagt, da könnt ihr jetzt ganz einfach eure Tweaks wieder installieren, die ihr haben wollt, geht auf installieren, bestätigen, wartet einfach wieder ab, er lädt den jetzt herunter, einfach etwas warten. Und ja, Running und so weiter und so fort. Und jetzt könnt ihr halt hier wieder eure Tweaks installieren. Das ist hammergeil. Ich habe erst gedacht, oh scheiße, jetzt kann ich hier gar nicht mehr Tweaks installieren, weil ich ein Update auf iOS 6.1.3 gemacht habe mit dem iPod. Aber wie gesagt, zum Glück kann man den iPod Touch WG, iPhone 3GS und iPhone 4 noch Tethered jailbreaken auf der neuesten Version. Das wird wahrscheinlich auch für iOS 7 noch funktionieren. Springboard neu starten einfach. Das heißt, wenn ihr ein iPhone 4, iPhone 3GS oder iPod Touch WG habt, könnt ihr den höchstwahrscheinlich auf jeder iOS-Version jailbreaken. Leider nur Tethered, aber auf jeder halt. So, Springboard wird neu gestartet. Springboard könnt ihr auch übrigens ohne RedSnow neu starten. Das funktioniert alles super. Jetzt muss ich wieder meinen Code gleich eingeben. Und ja, und schon habt ihr hier eure Tweaks installiert. Jetzt kann ich hier mal im Akkuleistung sparen und so weiter und so fort. Ja, und schon. Hier, Tweaks funktionieren auch noch alle. Und jo, dann würde ich mal sagen, danke, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, euer Gerät ist nun gejailbreakt. Ciao, Leute, ciao, bis zum nächsten Mal. Alle Download-Links sind in der Videobeschreibung. Bei Fragen schreibt es einfach in die Kommentare, wenn euch das Gewackel nicht gefallen hat und das ganze Video euch vielleicht nicht gefallen hat und ihr nichts verstanden habt, dann... Naja, dann müsst ihr halt ein Dislike geben. Ich möchte ja natürlich auch, dass ihr ehrlich das Video bitte bewertet und schreibt einfach Kommentare, wenn es Probleme gibt und wenn es Kritik zum Video gibt, auch natürlich gerne. Ich weiß, dass das jetzt mit dem Verwackeln nicht gerade toll war, aber ich wollte euch natürlich auch mein iPod zeigen. Jo, und dann würde ich mal sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute, ciao.